Der Personenbereich bei Outlook 2013. Hallo und willkommen zu den Outlook-Tutorials. In Outlook habe ich eine Mail bekommen und da ich in meinem Personenbereich, in meinen Kontakten, ein Foto von dieser Person habe, ich klicke mal auf Personen, klicke auf den Kontakt, ja, ich sehe den Namen hier, bekomme ich den auch bei meinen E-Mails angezeigt. Das heißt, wenn mir jemand schreibt und ich habe ein Foto, wird das hier gezeigt. So, hier geht aber noch mehr. Ich klicke aufs Register Ansicht, klicke auf Personenbereich und schalte mal auf Normal und dann klappt hier unten etwas auf und hier kann ich mir anzeigen lassen, zum Beispiel Neuigkeiten. Ja, die Person ist bei Facebook, die ich da verbunden habe und ich sehe, was bei Facebook gerade hier los ist. Welche Person, welche Kommentare hier eingestellt sind, welche Fotos, welche Dienste hier. Ich klicke mal drauf, lande im Internet auf der Seite vom Theos. So, mach das mal wieder zu. Warum geht sowas? Ja, weil die E-Mail-Adresse, mit der mir die Person hier geschrieben hat, auch die E-Mail-Adresse ist, die bei Facebook registriert ist. Ich bin bei Facebook registriert und somit bekommt mein Facebook hier die Daten übermittelt und die werden hier unten angezeigt. Das sind die Mails, die hier die Person bekommen hat. Dies sind die Anlagen, die erhalten wurden hier. Die sind irgendwo in den Ordnern drin. Und das sind, ja, hier stehen gerade keine anstehende Besprechungen. Der Personenbereich hier oben, den kann man auch verkleinern. Dann sieht man nur so ein bisschen, aha, wir haben Platz noch im Büro. Das ist die aktuelle Statusmeldung, die hier angezeigt wird von Facebook. Und hier gibt es die Kontoeinstellungen. Und bei den Kontoeinstellungen kann man sich mit sozialen Netzwerken, sozialen Diensten verbinden. Zum Beispiel Facebook brauchte ich nur das Häkchen setzen, meine Daten einstellen. LinkedIn in den Staaten sehr verbreitet, wie hier Xing, ja, könnte ich aktivieren. Oder ich klicke auf Einstellungen. Ja, was möchte ich sehen, wenn Aktualisierungen für Kontakte verfügbar sind? Ja, ohne Bestätigung immer aktualisieren. Das heißt, es wird direkt aktualisiert. Ui, da muss ich mir aber mal über die Auswirkungen das klar machen, wenn Aktualisierungen für Kontakte verfügbar sind. Ich lass mich mal lieber informieren. Ne? Vielleicht hat jemand eine neue Telefonnummer irgendwo eingetragen und das wird dann vielleicht bei mir in den Kontakten verändert. So, hier Verbindung mit weiteren sozialen Netzwerken. Und da gibt es die Konnektoren. Und für die jeweiligen Office-Produkte, Office 2010 gibt es zum Beispiel den Xing-Connector. Ich denke mal, der wird gerade aktuell erstellt. Outlook-Connector für soziale Dienste. Soziale Netzwerke, mal draufgeklickt. Ja, hier bitte mal durchlesen, was hier passiert. Für Outlook 2010 gibt es mehr. Outlook 2013 ist ja gerade erst erschienen. Ich denke mal, die werden in Kürze entsprechend erscheinen. So, ich klicke mal hier entsprechend auf Fertigstellen. Kann aber auch den Personenbereich natürlich hier ausschalten. Ja, dass ich den nicht sehe. Ja, keine Ahnung, was passiert. Moment, wenn ich im Kontakt bin und den hier an jemanden weiterleite, leite ich dann als Outlook-Kontakt, leite ich dann vielleicht, wenn ich so ein Kontaktkärtchen weiterleite, auch von mir Informationen weiter? Ja, ich hoffe nicht. Also hier, Outlook sammelt sich die Daten von überall zusammen. Wenn man das nicht möchte, sollte man über Ansicht, Personenbereich, Kontoeinstellungen hier die ganzen Dienste deaktivieren. Ich nehme den Haken hier mal wieder raus. Facebook ist entfernt. Hier auch, Moment, man kann aufs Häkchen nicht klicken. Ja, ich entferne SharePoint nicht. Nein, SharePoint brauche ich noch nicht entfernen. Ansonsten kann ich Facebook ja wieder ganz leicht aktivieren. Klick auf Fertigstellen und ab sofort werden mir von dieser Person, wenn ich den Personenbereich einschalte, hier keine, ist noch nicht aktualisiert, Kontoeinstellungen, keine Dienste mehr hier runtergeladen oder sind die noch da? Ja, zumindest hat er die noch. Mal gucken, die müssten jetzt gleich auch wieder verschwinden. Der muss hier wahrscheinlich noch synchronisieren. Ja, die Gefahr ist einfach, dass wenn jemand seine E-Mail-Adresse mehrfach verwendet. Einmal für dienstlich, einmal für Facebook, einmal für Xing, einmal für irgendwelche anderen Dienste. Ja, dann kann jemand
so unbedarft seine Informationen für andere streuen. Ja, also aufgepasst an dieser Stelle, macht aber Spaß, kann sinnvoll sein. Bis zum nächsten Video.